Bevor am Freitag die größte Kirmes am Rhein startet, nutzten die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Düsseldorf die Gelegenheit für eine Übung auf der Alpinerbahn. Seit 8 Jahren gehört das Training der Höhenretter zum Vorbereitungsprogramm auf der Kirmes. In der Übung steckte ein Zug auf ca. 30 Meter Höhe mit 6 Passagieren fest, die gerettet werden mussten. Wenn wir die Alarmierung auf der Wache bekommen, haben wir für die Kirmes hier Datenblätter erstellt, die uns schon mal vorab Informationen geben von dem jeweiligen Fahrgeschäft. Sobald wir den Namen des Fahrgeschäfts wissen, können wir dieses Datenblatt ziehen und wissen dann schon mal so Eckdaten, Höhe, Anzahl der Personen, die maximal im Fahrgeschäft sein kann, so wie genau besondere Sicherheitsmaßen, die man treffen muss oder auch wo bestimmte Personen anzutreffen sind oder Telefonnummern. Dann würden wir mit dem GWH und einer Einsatzmittelkette, die sich natürlich dahinter zieht, auch hier anrücken und würden uns dann als Führer GWH heute würde ich mir dann eine Lage erstmal schaffen, was passiert ist, was ist die Gefahr und was ist zu tun und dann den Einsatz planen und dann mit der Truppe eventuell komplett zu den Personen zusteigen oder auch vielleicht nur eine Person hochgeht und der Rest von unten arbeitet. Für jedes Fahrgeschäft auf der Kirmes gibt es ein solches Datenblatt, Sodass Fahrgäste im Notfall sicher sein können, schon bald wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ganz konkret in diesem Fall ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, wenn die Bahn im dritten Podest steht, eine Zustiegsleiter, welche am Fahrgeschäft angebracht ist, nutzen können. Hier werden wir jetzt vorsteigen, das heißt, eine Person klettert gesichert an der Leiter hoch, verlegt aber gleichzeitig für uns noch Seile, sodass wir nachher der Nachstieg etwas einfacher ist und dann oben uns eine Übersicht über die Personen schaffen, wer muss als erstes gerettet werden, sind welche dabei, die in irgendeiner Form verletzt sind, Angst haben oder sonstiges und dann halt die nach und nach aus dem Waggon befreien. Und das klappt im Übungsfall schon mal ohne Probleme. Übung ist hier sehr wichtig und die Gelegenheit hat man schließlich nur einmal im Jahr. Das Trainieren an sich ist elementwichtig bei der Höhenrettung, weil, wie Sie schon gerade sagen, so Einsätze nicht so oft kommen und dementsprechend wir eigentlich mehr üben, um halt für den Ernstfall was zu machen. Und diese Objekte, die natürlich die Kirmes bietet, hat man nur einmal im Jahr und dann sind wir natürlich sehr froh, dass wir an solchen Objekten arbeiten können. Wie auch gesehen in Köln letztes Jahr in der Seilbahn. Solche Sachen haben wir schon mal auf Fortbildungswochen in den Bergen ausprobiert und konnten dieses dann durch die Möglichkeit, dass wir geübt haben, sofort auf die Seilbahn adaptieren. Und das Gleiche wird hier sein durch die Übungen, die wir an der Kirmes schon auf anderen Fahrgeschäften haben und jetzt auch hier haben. Und es sollte zum Ernstfall kommen, sind wir ein Stück vorbereiteter, als wenn wir noch nie so etwas gemacht hätten. Zur Beruhigung sei gesagt, auf der Düsseldorfer Kirmes musste die Berufsfeuerwehr Düsseldorf noch nicht tätig werden. Beim amtierenden deutschen Meister der Feuerwehr Höhenretter befindet man sich im Fall der Fälle allerdings in kompetenten Händen.